Wir befinden uns hier in der Ludwig-Uhland-Schule in Wendlingen. Wir wurden heute Nachmittag zum Gefahrgutaustritt der Stufe 1 an die Ludwig-Uhland-Schule alarmiert. Dort stellte sich heraus, dass eine geringe Menge an Gefahrstoff ausgelaufen war. Wir haben näher erkundet, um welchen Stoff es sich letztendlich gehandelt hat. Es handelt sich um ein Abfallprodukt aus dem Chemieunterricht, also eine Mischung aus Säure und Laugen, das ausgelaufen war. Und nach Absprache mit dem Fachberater Chemie vom Landkreis Esslingen haben wir das Medium, das ausgelaufen ist, ca. 1,5 bis 2 Liter unter Vollschutz aufgenommen. Richtig, das Medium wurde von uns sicher verpackt und würde jetzt im Anschluss der sichere Entsorgung zugeführt werden. Nein, also die einzig Betroffene, das war eine Lehrerin der Ludwig-Uhland-Schule, der dieser Glaskolben zerbrochen war. Die ist glücklicherweise unverletzt geblieben. Heute Nachmittag fand an der gesamten Ludwig-Uhland-Schule kein Unterricht mehr statt. Ansonsten sind wir eigentlich auf wenig Schwierigkeiten gestoßen. Der Einsatz in der CSA ist auch für die Feuerwehr Wendlinger eher selten, aber er ist relativ gut abgelaufen. Die Feuerwehr Wendlinger war mit 18 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz.